Hast du gewusst, dass Omega-3-Fettsäuren essentiell, also lebensnotwendig für unseren Körper sind, dass sie viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben, wie zum Beispiel das Reduzieren von stillen Entzündungen, Verbesserung der Sehkraft und vieles mehr? Doch welche Lebensmittel sind besonders reich an Omega-3? Wie kannst du diese im Alltag in deine Ernährung integrieren? Reicht es aus, wenn du Leinöl zu dir nimmst? Und warum genau sind die Omega-3-Fettsäuren eigentlich so wichtig für unseren Organismus? Genau das besprechen wir jetzt in diesem Video. Wir möchten heute darüber sprechen, warum hochwertige Fette so wichtig und essentiell für unseren Körper und den Erhalt der Gesundheit sind. Generell kann man sagen, um dir einen kleinen Überblick zu geben, dass unsere Nahrung aus sechs wichtigen Elementen besteht. Dazu gehören Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine, Mineralien wie zum Beispiel Calcium und Magnesium, Spurenelemente wie Eisen, Zink, Selen etc. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Fett, ganz speziell um die Omega-3-Fettsäuren. Denn wenn es um das Thema Fett bzw. um Fettsäuren geht, merken wir schnell, dass es dazu sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen und auch Ernährungsformen gibt. Manche sprechen sich total gegen Fette aus und es lässt den Eindruck entstehen, dass Fette eher einen, ja, schlechten Ruf haben und eher gemieden werden sollten, was natürlich nicht richtig ist. Dieses Video ist in Kooperation mit der Firma Noisan entstanden, die unter anderem tolle vegane Omega-3-Präparate anbieten, wie zum Beispiel dieses vegane Algenöl, welches ich mittlerweile seit einigen Monaten selbst nutze. Das Wunderbare daran ist, du kannst ganz einfach einen Teelöffel am Tag zu dir nehmen von dem Öl und versorgst so deinen Körper schon mit 2000 Milligramm Omega-3 pro Tag. Das Produkt ist vegan, enthält außerdem auch Olivenöl als Antioxidant, hat einen zitronigen Geschmack und ist somit sehr angenehm anzuwenden. Bei Noisan gibt es eine breite Palette an Produkten, wie zum Beispiel eben das vegane Omega-3-Öl mit Zitronengeschmack und auch in Kapselform, aber auch herkömmliches Omega-3-Fischöl und Fischölkapseln. Und was ich auch ganz, ganz toll finde, es gibt auch Omega-3 speziell für Kinder als Öl oder auch als Jellies. Die sehen so ein bisschen aus und schmecken auch so ähnlich wie Gummibärchen. Aber am besten schaust du dich nachher selber mal in Ruhe in ihrem Shop um und am Ende des Videos bekommst du für den Shop sogar noch von mir einen Rabatt. Aber dazu später mehr. Doch warum sind jetzt die Fette eigentlich so wichtig für unseren Körper? Fette zählen zu den größten Energieträgern bzw. Energielieferanten, sind somit für viele wichtige Funktionen im Körper zuständig. So haben Fette zum Beispiel eine Schutzfunktion, das heißt, viele Organe werden vom sogenannten Baufett umgeben, beispielsweise die Augen. Sie sorgen auch dafür, dass der Körper die lebensnotwendigen fettlöslichen Vitamine wie A, D, E und K überhaupt erst aufnehmen kann. Viele Organsysteme selbst bestehen aus Fettgewebe, wie zum Beispiel das Nervensystem, Zellmembranen und so weiter. Und zudem sind sie auch wichtig für unser Hormonsystem, das Gehirn, für die Wärmespeicherung und den Stoffwechsel, nur um ein paar Funktionen zu nennen. Unser Körper ist in der Lage, verschiedene Fette zum Teil selbst herzustellen, aber nicht die lebensnotwendigen essentiellen Fettsäuren. Diese müssen wir zum Beispiel, wie auch die Vitamine, über die Nahrung zuführen. Ja, jetzt weißt du im Groben, was Fette sind. Was aber genau hat es jetzt mit den Omega-3-Fettsäuren auf sich? Grundsätzlich wird unterschieden zwischen den gesättigten und den ungesättigten und den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Gesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren kann der Organismus selbst herstellen. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, also genau die, die wir über die Nahrung zuführen dürfen. Gesättigte Fettsäuren kommen vorwiegend in tierischen Produkten vor, wie zum Beispiel in Wurst, Fleisch, aber auch in Milchprodukten. In großen Mengen sind die gesättigten Fettsäuren eher ungesund. Ungesättigte Fettsäuren gelten als die guten Fette. Sie werden unterschieden in einfach und mehrfach ungesättigt. Einfach ungesättigte Fettsäuren stecken vor allem in Nüssen, zum Beispiel in Avocados, in pflanzlichen Ölen wie Olivenöl und sind wichtig für die Aufnahme
für die Vitamine im Körper. Außerdem können sie den Cholesterinspiegel senken. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren können nicht vom Körper selbst hergestellt werden und müssen daher mit der Nahrung aufgenommen werden. Hier wird zwischen den Omega-3 und den Omega-6-Fettsäuren unterschieden. Die Omega-3-Fettsäure bezeichnet man eben als Alpha-Linolensäure und die Omega-6-Fettsäure als Linolsäure. Beide Fettsäuren sind sehr, sehr wichtig für den Körper, aber wichtig ist dabei, dass das Verhältnis stimmen muss. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel sogar mit der Fettsäureanalyse von Noasan auch super herausfinden, was für ein Fettverhältnis du hast und deinen individuellen Bedarf ermitteln. Wichtig ist ein Verhältnis von ungefähr 3 zu 1. Das heißt, Omega 6 und Omega 3 sollten im Verhältnis 3 zu 1 stehen. Doch leider ist es heute so, dass das kaum noch erreicht wird und deshalb finde ich es eben auch so wichtig, dass man nochmal ein zusätzliches, hochwertiges Öl einbaut. Natürlich neben einer gesunden Ernährung. Im Endeffekt bist du so wirklich auf der sicheren Seite, denn ein zu hohes Omega-6-Omega-3-Verhältnis kann unter anderem zu einem unerwünscht hohen Entzündungsniveau im Körper führen. Die ganz wichtigen Fettsäuren, nämlich EPA und DHA, diese beiden werden nur aus der Alpha-Linolensäure, also aus den Omega-3-Fettsäuren, hergestellt. Und diese sind super, super wichtig. Doch warum ist speziell Omega-3 eigentlich so wichtig? Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bewertet die marinen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA als positiv. Folgende Gesundheitseffekte werden durch EFSA bestätigt: eine positive Wirkung auf die Herzfunktion, positive Auswirkungen auf die Sehkraft, da die Zellen im menschlichen Auge einen besonders großen Anteil an Omega-3-Fettsäuren enthalten. Aktuelle Studien zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren und einer verbesserten Gehirnfunktion. Ja, und wenn dich das Thema genauer interessiert und du dazu mehr erfahren möchtest, kann ich dir auch hierzu eine Buchempfehlung geben, und zwar Das erschöpfte Gehirn von Dr. Med. Michael Nehls. Hier wird der Ursprung in unserer mentalen Energie beschrieben und warum sie so oft schwindet. Also das Buch ist wirklich sehr, sehr interessant. Außerdem hat es eine positive Wirkung während der Schwangerschaft. Die Aufnahme von DHA durch die Mutter trägt zur normalen Entwicklung der Augen und des Gehirns beim Fötus und beim gestillten Säugling bei. Außerdem wird bestätigt die Wirkung von Omega-3 auf den Säugling nach der Geburt. Und wie bereits schon erwähnt, spielt Omega-3 zusätzlich eine wichtige Rolle beim Zellaufbau und beim Stoffwechsel. Es ist wichtig für die Produktion von Hormonen und Botenstoffen. Sie stärken das Immunsystem und wirken auch entzündungshemmend. Außerdem können sie Demenz vorbeugen, Stress reduzieren und das Depressionsrisiko senken. Also du merkst vielleicht jetzt schon an dieser Stelle, wie wichtig eine ausreichende Omega-3-Zufuhr ist. Zusammenfassend kann man sagen, es ist also absolut wichtig, dass wir wirklich ausreichend Omega-3-Fettsäuren aufnehmen, und wenn wir darauf achten, dass wir genug Alpha-Linolensäure in der Ernährung mit dabei haben, sind wir meistens auch gut mit EPA und DHA versorgt. Denn häufig ist genau das auch das größte Problem. Es ist nämlich gar nicht so einfach, ausreichend aufzunehmen, und wir müssen wahnsinnig viel Alpha-Linolensäure zu uns nehmen, um wirklich genug von diesem EPA und DHA bilden zu können, da tatsächlich die Umwandlungsrate sehr, sehr gering ist. Im Durchschnitt ist es so, dass 3 von 4 Menschen ein Omega-3-Defizit aufweisen. Ja, und genau aus diesem Grund kam ich dann irgendwann zum Algenöl von der Firma Noasan, und es ist wirklich sehr gut im Geschmack. Du brauchst nur einen Teelöffel am Tag, um eben auf diese empfohlenen 2000 Milligramm Omega-3 zu kommen. Und natürlich dürfen wir darauf achten, omega-reiche Lebensmittel zu uns zu nehmen, gar keine Frage. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch an dieser Stelle, welche Lebensmittel sind eigentlich besonders reich an Omega-3, und da möchte ich dir gerne ein paar nennen, und dazu gehören zum Beispiel die pflanzliche Omega-3-Fettsäure ALA, kommt vor allem in Leinsamen, Chiasamen und Walnüssen vor, und besonders reich an ALA sind zum Beispiel die zugehörigen Pflanzenöle wie Leinöl, Chiaöl, Walnussöl und Rapsöl. Die marinen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind vor allem in Meeresprodukten enthalten, wie zum Beispiel fettreichen Kaltwasserfischen, Grill,
Krustentieren, Algen sowie Fischölen und Algenölen enthalten. Wichtig ist nur, diese Öle bitte nicht erhitzen und auf hohe Qualität achten. Und wenn du dich mit dem Thema Omega-3 auseinandersetzt, kommt bestimmt die Frage auf, reicht es denn nicht aus, wenn ich Leinöl verwende? Denn genau das habe ich früher auch immer gedacht. Ich war der Ansicht, wenn ich Leinöl zu mir nehme, dann habe ich die Fettsäurezufuhr gedeckt und ich muss mir überhaupt keine weiteren Gedanken mehr machen. Richtig ist aber, dass wir besonders von einer Fettsäure sehr gut versorgt werden, nämlich der Alpha-Linolensäure. Hier blende ich auch gerne nochmal eine passende Infografik ein. Trotz alledem haben wir dennoch zu wenig an den Fettsäuren EPA, DHA, die wirklich essentiell sind, wie schon erwähnt. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass es natürlich einerseits super wichtig ist, Omega-3-reiche Lebensmittel zu integrieren und nährstoffreich zu essen, aber trotzdem zusätzlich ein hochwertiges Omega-3-Öl mit EPA und DHA dazu zu ergänzen, sodass die Versorgung auch wirklich gewährleistet ist. Da es einfach so essentiell für unsere Gesundheit ist und ich bin wirklich an dieser Stelle so glücklich, dass ich die Firma Norsan entdeckt habe und dadurch auch wirklich gut mit EPA und DHA versorgt bin. Ja, gerade das vegane Algenöl finde ich super, da es einfach sehr nachhaltig ist und vor allem in der veganen und vegetarischen Ernährung entsteht oft ein erhöhter Bedarf an Omega-3, aber eben auch in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ja, wie kannst du es jetzt in deinem Alltag umsetzen? Ich gebe dir gerne einen kurzen Einblick in meinen. Natürlich mache ich das jetzt nicht jeden Tag so. Es soll einfach nur dir einen kleinen Überblick geben oder einen kleinen Einblick, damit du es dir ein bisschen besser vorstellen kannst. Ja, morgens starte ich meistens mit einem Porridge in den Tag und darüber gebe ich dann gerne noch ein paar Hanfsamen, Mandeln oder auch Walnüsse. Und zum Mittagessen verwende ich dann gerne das Algenöl, weil das lässt sich einfach da auch super integrieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein warmes Gericht habe, dann gebe ich gerne einfach noch einen Teelöffel von dem Algenöl darüber. Wichtig ist nur, wie gesagt, es darf nicht erhitzt werden. Ja, dann esse ich zum Beispiel auch ab und zu natürlich einen Salat und da kannst du das Öl perfekt in das Dressing integrieren. Du kannst es aber natürlich auch über deinen Porridge am Morgen geben, in süße Snacks, wie zum Beispiel in selbstgemachte Energy Balls. Und vielleicht, wenn das dich interessiert, mehr Rezepte mit eben dem Omega-3-Öl findest du auf der Webseite von Norsan. Ich blende dir hier übrigens auch gerne jetzt an dieser Stelle noch meinen Rabattcode ein, sodass du 15% bei deiner nächsten Bestellung bei Norsan sparen kannst. Und das finde ich richtig toll, denn es lohnt sich wirklich, gerade wenn man dort mal eine größere Bestellung aufgibt, dann kann man da wirklich sehr, sehr viel sparen und gleichzeitig auch der Gesundheit etwas Gutes tun. Ja, ich hoffe, dir hat mein kleines Video zum Thema Omega-3-Fettsäuren und Algenöl gut gefallen. Und wenn du dich mehr für dieses Thema interessierst, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare oder auch gerne per E-Mail. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.